schwarze Gold. Seit über 100 Jahren haben wir es hochgeholt. Gequält und geschunden, es war nicht immer leicht. Der Kumpel hält den Buckel hin und andere werden rein. Er stirbt die Zeche, dann stirbt die Stadt. Kohle heißt Leben. War heute dort ein geschichtsträchtiger Tag. Zweimal 100 Meter, die für drei Jahrzehnte Braunkohleverarbeitung standen, sind heute in sich zusammengefallen. Dieses hier dürfte das letzte Bild der markanten Kraftwerkssilhouette im nordhessischen Städtchen Borken sein. So sah es jahrzehntelang aus. Ein knapper Zentner Sprengstoff, richtig platziert, er reichte heute aus, um den Abriss des stillgelegten Kohlekraftwerks ein mächtiges Stück voranzubringen. Da haben die Türme so lange einträchtig nebeneinander gestanden. Tja, stimmt irgendwie melancholisch, wie die beiden Backsteinriesen synchron in sich zusammenfallen. Das Ganze passiert heute Morgen um 9. Neben den 1200 Schulkindern sahen natürlich auch frühere Beschäftigte zu. 66 Millionen Tonnen Kohle sind hier in Strom umgewandelt worden. Und so manchem alten Bergmann dürfte Wehmut den Nacken hochgekrabbelt sein. Borken fällt ein Riese. Die Preußen Elektra setzt den Schornstein ihres nutzlos gewordenen Kraft. Das und nur das versorgte jahrzehntelang Tausende von Menschen mit Arbeit und Brot. Vorbei. Und doch weiß man hier, dass es weitergeht. Als der Schornstein des Kraftwerks gesprengt wird, ist das ein Signal. Das Ende einer Epoche wird besiegelt. Ein Ende, das nicht nur bedauert wurde. Bergbau hat eben auch mit Schmutz und Lärm zu tun, mit schweren Sünden an der Natur. Thank you.
altes Auto. Dieses schöne Auto. Das Auto ist Baujahr 26 und der Kühler ist kaputt. Na ja, gut. Bin ich jetzt dran. Das beste Angebot waren 2,8 für einen neuen Kühler. Der ist so, den habe ich vor 10, 13 Jahren vielleicht machen lassen in Hamburg bei einem Kühlerinstandsetzer, weil das Wabennetz, das kriegt man ganz schwer. Und da habe ich damals 800 Hühner bezahlt, aber das Material ist so dünn, normal, also kann ich löten alles, kratzt man das blank und dann Flussmittel und dann lötet man das zu. Aber wenn man kratzt, wird das Loch immer größer, da ist kein Material mehr, das ist das Problem. Aber so ist das ja überall, sage ich mal. Was hat der runter? Ja, dieses Fahrzeug verfügt leider noch über keinen Kilometerzähler und über einen Tacho, also... Da fährt man und dann ist es gut. Ne? Aber er läuft so, ich schätze so 75 läuft er. Aber dann ist, vielleicht läuft er auch 80, aber das hält der Motor auf Dauer nicht durch. Ne? Der geht auf Flottungseck, habe ich gesehen. Ne? Der geht auf Flottungseck mit dieser seltsamen Schaltung. Da kommt es gut nicht klar. Ja, das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt ja auch Menschen, die fahren Zweipedal-Stapler. Das geht ja auch, das ist auch ein bisschen Umgewöhnung. Ne? Und hier ist das halt, da hängt das linke Pedal, ist die Kupplung und ist mit der Handbremse gekoppelt und auf Halbstellung ist neutral. Und wenn man durchtritt, dann ist der erste Gang, wenn man gehen lässt, ist der zweite Gang. Und wenn man rückwärts fahren will, muss man auf Halbstellung das mittlere Pedal und rechts ist die Bremse, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Aber ja. Wie viel PS hat das Ding? Ja, man munkelt so 22 bis 23. Und Hupa? 2,6. Das ist ein gesundes Motorchen. Ja. Bei 2200 Umdrehungen.
Zweier geholfen hätte. Was ist denn da los? Es war doch gut bei dem Schwarzen. Ist noch gut in Schuss. Ich habe 2000 Euro gekostet. 2000 Euro? Habe ich mal geschossen mit 2 Jahren TÜV. Doch, das ist gut. Ja. Dann haben wir jetzt schon 8 Jahre. Kriegt man ja noch geschoben, ne? Aber. Baujahr 75. 75. Toll. Das war noch Qualität, ja.
bei Mercedes hat man eigentlich lange Glück gehabt mit der Qualität. Ja.